Wir haben heute den 5.06.2021 und es ist das dritte Chasing in Folge. Ich bin hier gerade auf der A7 unterwegs von Hannover Richtung Hildesheim und dort sind bereits erste Gewitter. Wir haben es hier wieder mit sehr energiereichen Luftmassen zu tun und eine Konvergenz liegt quer über Niedersachsen und in dieser Konvergenzzone wird es immer wieder kräftige Schauer und Gewitter auslösen, die sich sehr, sehr, sehr langsam verlagern. Also auch heute ist wieder Überflutungsgefahr gegeben. Auch wieder, wenn die Zellen frisch sind, durchaus Hagelgefahr. Ich denke mal, Wind wird heute nicht so eine große Rolle spielen. Ja, aber es sind Gewitter und die fahren wir natürlich an. Ja, optisch sieht man leider aktuell nur eine graue Wand. Und das sind tatsächlich auch schon die Gewitter Richtung Hildesheim. Ja, blitzen ganz okay, haben wirklich gute Niederschlagssignale. Also da schüttet es auf jeden Fall wie aus Eimern. Und die Atmosphäre ist auch unfassbar feucht. Also wir haben es zwar nur 24 Grad, aber es ist wirklich so klitschnass draußen. Also wirklich unfassbar schwül. Also da sind auf jeden Fall richtige Wasserbomben heute unterwegs. Nichtsdestotrotz, manchmal sind ja solche Lagen, auch dynamikschwache Lagen, für Überraschungen durchaus gut. Auch gestern, ich war mega begeistert von den Quellungen, von den teilweise wirklich sehr, sehr schönen Zellen. Der eine Aufwind hat sogar rotiert, also das war echt schon tippitoppi gestern. Deswegen bin ich motiviert auf heute, auch wenn es eine kurze Nacht war. Ja, hier vor uns ist auf jeden Fall eine Base. Könnte auch eine Wallcloud sein. Boah, ist das ein Niederschlag drin, ne? Boah, sieht auf jeden Fall aus wie eine Wallcloud. Wie bin ich denn hier? Ja, steht jetzt hier direkt bei Hildesheim an der Abfahrt Rispenstedt. Ja, eben gerade sah es aus wie eine richtige Wallcloud, allerdings haben sich diese tiefen Formationen tatsächlich aufgelöst. Und zwar jetzt innerhalb von 2 Minuten. Wirklich sehr, sehr schade. Ja, man sieht aber trotzdem, dass es eine Base ist. Also das war recht deutlich. Und das hier ist mein aktueller Standort. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall ein Stückchen nach Osten rausfahren, dass ich hier wieder am Trockenen stehe. Das macht ja so keinen Sinn. Das ist aktuell mein Standort mit hier der kräftigen Zelle südöstlich von mir. Das ist einmal das Ding. Aber es fängt an zu tröpfeln. Oh, das möchte ich nicht. Ja, es hat auf jeden Fall gerade hier irgendwo Naheinschlag gegeben. Es hat richtig laut gedonnert. Und in den Wolken grummelt es halt auch ordentlich. Jo. Jo, hier haben wir einfach eine richtig fette Gewitterzelle. Die ist hier gerade über der Hildesheimer Börde. Man sieht hier sehr schön die Base. Oh, es krummelt. Sehr schön die Base. Da oben drüber noch so ein paar Quellungen. Die habe ich eben gerade auf der Strecke auch noch ein bisschen besser gesehen. Und wirklich einen richtig massiven Niederschlagskern. Der ist echt mal fett. Wow. Thank you.
Boah, nicht schlecht. Wow, sieht gut aus. Sieht richtig gut aus. Ja Leute, eine richtig schöne massive Base haben wir hier. Ich mache hier gerade auch schon wieder mit meiner Spiegelreflex ein paar coole Aufnahmen, hoffe ich. Ist gerade alles ein bisschen kompliziert zu handeln. Wobei gerade die Base ein bisschen kleiner wird, warum auch immer. Oh nee, es fängt schon wieder an zu tröpfeln oder was? Wow, ja das war doch gerade eine richtig schön organisierte Zelle. Der Regen hat mich jetzt leider wieder eingeholt, ihr habt es gerade mitgekriegt. Ich werde mich jetzt weiter Richtung Ost-Nordost vorarbeiten und ja hoffen, dass das Ding ja weiterhin so eine gute Figur macht. Aktuell sieht die Base ein bisschen zerrupft aus. Allerdings haben wir jetzt hier gerade Richtung Norden natürlich noch sehr energiereiche Luftmassen. Das heißt, sollte sich die Zelle ein Stückchen nach Norden vorarbeiten. Da kann sich halt wieder ein neuer Aufwind bilden und ja, darauf spekuliere ich halt so ein bisschen. Oh yes. Wow. Wow. Da sind auch Entladungen. Wow. Thank you.
Ja, das hier ist aktuell mein Standort, knapp östlich von Hildesheim. Ringsherum sind immer noch viele Gewitter unterwegs. Meine Zelle vorhin ist dann relativ zügig kaputt gegangen. Hat noch ein paar schöne Blitze rausgehauen. Ja, aktuell Richtung Nordosten. Relativ viele Schauer und Gewitter, in Thüringen auch. Und dann noch zwischen Minden und Bremen. Ja, hier wird jetzt auf jeden Fall in der nächsten Zeit erstmal nicht viel passieren. Von daher werde ich jetzt erstmal nach Hause fahren und ich sag mal abbrechen. Eventuell kann es dann in den Abendstunden vielleicht nochmal auslösen, knapp westlich von Hannover, vielleicht über dem Deister oder so. Da steht in den Stern. Ja, hier haben wir es aktuell 20 Grad. Und die Luft ist super, super feucht. Also das hier ist jetzt die Rückseite von der Hildesheimer Börde. Man sieht, wie es richtig neblig ist. Ne? Und das bei 20 Grad. Also der Taupunkt liegt dementsprechend wahrscheinlich bei 20 Grad. Ja, nicht schön, also kein schönes Wetter. Von daher, ich werde jetzt erstmal nach Hause.